So, Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde mit Unterwegs in Düsterburg. Mein Name ist Mushroom und wir befinden uns immer noch in Königsberg vor der Kirche. In den letzten zwei Folgen haben wir den guten Tarsus verloren. Er wurde von uns genommen. Serena hat ihn getötet. Ihr seht ja, wir sind nur noch zu dritt und alle drei gucken böse. Diese verdammten Vampire haben ihn erwischt und da liegt der Gute. Armer Tarsus. Du tust mir leid. Wir werden dich rächen. Ja. So, und ich muss sagen, ich muss jetzt auch zum zweiten Mal gerade aufnehmen, diesen Part oder diese Session. Weil gerade eben habe ich es aufgenommen. Und dann ist einfach, sag ich mal, Teamspeak einfach ausgefallen. Keine Ahnung warum. Und jetzt darf ich alles nochmal machen. So, aber ich weiß ungefähr, was ich machen soll. Und das werden wir auch tun und wir reden erstmal mit dem Kerl. Was wollt ihr? Wer seid ihr? Mein Name ist Feldherr. Ich bin ein mächtiger Krieger. Feldherr? Das ist doch kein Name, sondern ein Beruf. Ich habe mir den Namen selbst gegeben. Als mächtiger Krieger wird man halt nicht ernst genommen, wenn man Joachim Hoffmann heißt. Aber Feldherr? Das sind doch die Kerle, die Armeen befehligen und so. Als Name hört sich das einfach nur dämlich an. Wenn ihr so weiterredet, werde ich euch mal mein Schwert Admiral vorstellen. Lass den Admiral mal stecken, Herr Feldherr. Ich bin ja schon ruhig. Was wisst ihr bei Königsberg? Ich bin selbst erst gerade angekommen. Ich will mich hier in dieser Stadt... ich will mir in dieser großen Stadt einen Namen als Schwertkämpfer machen. Irgendwelche Gerüchte im Umlauf? Ein paar reisende Händler haben mir erzählt, dass es in Düsterburg hochhergehen soll. Ein Kerl namens Grufti. Und seine Freunde sollen den Herzog dort ordentlich eingeheizt haben. Grufti? Ziemlich blöder Name, was? Scheint aber ein fähiger Bursche zu sein. Ha, den würde ich gerne kennenlernen und mich seiner Gruppe anschließen. Da ist sicher immer was los. Sollen wir... Sucht ihn doch in Düsterburg. Ihr habt ihn gefunden. Allerdings heiße ich nicht Grufti, sondern Grandi. Erzählt mir nichts. Der Bursche soll ein mächtiger Krieger sein, nicht so ein Hänftling. Gehabt dich wohl, du Penner. Lass uns einmal zum Herrn von Jungs gehen und ihn kurz Bericht erstatten. Was passiert ist. Sicherlich, ja, er ist ja noch in seinem Geheimzimmer hier. Hey, was ist geschehen? Ich sehe den jungen Tarsus nicht an eurer Seite. Er ist tot. Wanfried und seine Schergen haben ihn auf dem Gewissen. Wir werden nicht ruhen, bis wir den Blutsauger zur Strecke gebracht haben. Und dafür brauchen wir eure Hilfe, Herr von Jungs. Dankfurt hat uns mit einer dringenden Frage zu euch geschickt. Sprecht, mein Junge. Das wird eine etwas längere Geschichte, fürchte ich. Nehmt euch die Zeit, die ihr benötigt. Im Gegensatz zu euch habe ich alle Zeit der Welt. Die Geschichte beginnt, in den Ostmarken einer abgelegenen Provinz östlich von Düsterburg. So. Eine lange Geschichte. Wanfried hat unsere Tochter und wir haben nicht den leisesten Schimmer, was er mit ihr vorhat. Wir vermuten, dass er irgendeine Teufelei plant und Dankwart empfahl uns, euch aufzusuchen, dass ihr eine Autorität auf diesem Gebiet seid, Finstere Dinge sind es, von denen ihr da berichtet, Herr Grandi. Wanfried plant, mit dem dunklen Gott in Kontakt zu treten. Und eure Tochter scheint der Schlüssel zu sein. Unter den Jüngern des dunklen Gottes macht seit längerem ein Gerücht die Runde, dass es möglich sein soll, ihm in dieser Welt eine Gestalt zu geben. Ich habe ein Buch darüber geschrieben. Wartet einen kurzen Moment. Ja. Lest es. Für euch solltet, vor allem die Passage mit der Hexenverbrennung von Interesse sein. Das Buch erhalten. Wo haben wir das Buch? Da. Der Hexenhammer. Das ist eine unleserliche Schrift. Der Hexenhammer von Wilhelm von Junst. Doch, ich sah es. Nee, wir brauchen eine andere Stimme. Doch, ich sah es. Und ich sage euch, ein besonderes Augenmerk sollten jene Worte finden, welche die Sterbende Ala Zifa Hasrat in letzter Agonie Stoßen? Was? Ich blick's nicht.
Pfeifer bedeckte ihre Mundwinkel, als sie seiner Gnaden entgegenschleuderte. Verfinstern wird sich das Firmament auf immer da, wenn aus den urwürgenden Tiefen der zyklopischen Abgründe vergessener Zeiten jenes Wesen geboren wird, welches dem Kern, den Herrn, die Gestalt geben soll. Brennt mich, denn ich war nicht fähig, dem Ungenannten das Gefäß zu sein, welches er zu füllen begehrt. Es muss ein Kind von reinem Herzen geboren unter einem bösen Stern. Eine Missgeburt im Angesicht der ewigen Zeit. Und er wird sich erheben, denn die Zeit gebietet weder Tod. Über den Tod. Er gebietet über den Tod. Doch es kommt eine Zeit, in welcher der Tod zu sein aufgehört. Und dann werden seine Diener jauchzen, wie auch ich jauchze. Die Sterne werden richtig stehen, die Sterne. Das schreckliche Weib geiferte weiter. Doch wie den Berichten zu entnehmen ist, waren ihre letzten Worte nur ungenannte Fetzen fremder Zungen, die jeglicher Beschreibung spotten. Eine geheime Sprache, die so schrecklich anzuhören, voll mein Popschutz angespuckt, die so schrecklich anzuhören war, dass seine Gnaden dem Spuke mit dem Brandschreit am Ende ein Ende setzte. So, jetzt wissen wir Bescheid, warum Wanfried unsere Tochter hat. Er will sie als Hülle benutzen für den dunklen Gott. Doch das lassen wir einfach nicht zu, versteht ihr? So. Was habe ich denn als nächstes getan? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ah, genau. Passt auf, wir gehen jetzt erstmal in Serenas Haus. Und durchsuchen dieses erstmal. Wir konnten ja, als wir sie gejagt haben, nicht richtig alles durchsuchen. So, hier oben. Oh, schaut mal. Hier ist ein Buch, in dem Serena offenbar ihre Ausgaben festgehalten hat. Wahrscheinlich, um das Geld später von Wanfried wieder einzufordern. Steht auch drin, an wen und für was? Nein, diese Einträge wurden unleserlich gemacht. Was sind das denn für Unsummen? 200.000 Taler, wofür? Und insgesamt gleich zweimal. Ein Haus vielleicht? Das müssten wir dann herausfinden können. Derartige Transaktionen müssen in einer Stadt wie Königsberg irgendwo vermerkt werden. Ich bin dafür, dass wir mal im Rathaus vorbeischauen. Ja, das machen wir dann auch. Die Dame kleistet sich ganz schön in Farbe. Moment mal. Zwei Magietränke. Yay! Auswegstuhl. Da liegt ein kleiner Zettel. Dinge laufen schlecht. Ich benötige sofort eine Schiffspassage nach Sarabea. Der Zettel ist so klein. Wahrscheinlich wurde die Notiz von einer Brieftaube verschickt. Ich tippe eher auf Fledermaus. Ein Stoffbär. Na, das passt ja. Es ist mir früher schon aufgefallen, dass Menschen, die sich dem dunklen Gott verschrieben haben, offenbar derartige Dinge als Ausgleich benötigen. Kleider, sonst nichts. Gut, dann haben wir hier alles. Dann würde ich sagen, dann gehen wir ins Rathaus, oder? Und... So. Das ist es. Hallöchen. Wir sind auf der Suche nach irgendwelchen Häusern, die in der letzten Zeit verschachert wurden. Wie meinen? Wenn einer ein Haus kauft, dann muss das doch irgendwo aufgeschrieben werden. Das möchten wir wissen. Ihr scheint verwirrt. Mein Gefährte meint damit, dass wir gerne die Unterlagen des Grundbuchamtes einsehen würden. Ach so. Jetzt verstehe ich. Dann müsst ihr euch an meine Kollegin im Offizium 2 wenden. Offizium 2? Was soll denn das sein? Folgt einfach dem Korridor. Ihr werdet sie nicht verfehlen. Ich hasse diese Ämter. Ach Gott, ich hasse sie auch. Bock, 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 bock. Wir würden gerne die Unterlagen des Grundbuchamtes einsehen. Tut mir leid, aber die sind nicht allgemein zugänglich, es sei denn, es liegen irgendwelche schwerwiegenden Gründe vor. Ein Vampir treibt sich hier in der Stadt herum und bringt wahllos Leute um. Ist das schwerwiegend genug für euch? Einen kurzen Moment, bitte. Ob das wohl reicht?
Es tut mir wirklich leid. Mein Herr, aber dieser Fall wird in unseren Vorschriften nicht erwähnt. Ich kann euch leider nicht helfen. Und wenn draußen die Stadt in Flammen stünde? Steht das etwa in euren Vorschriften? Aber selbstverständlich, mein Herr. Wir sind auf alle Eventualitäten vorbereitet. Ich geb's auf. Gibt es keine Möglichkeit, für uns diese Dokumente einsehen zu können? Eine Erlaubnis vom Bürgermeister zum Beispiel? Nicht schon wieder. Dann würden wir jetzt gerne den Bürgermeister sprechen. Das geht leider nicht. Er ist gestern nach Düsseldorf abgereist, um mit dem neuen Herzog über die zukünftigen Handelsbeziehungen zu beraten. Dort ist es in letzter Zeit mächtig hoch hergegangen, müsst ihr wissen. Wir sind im Bilde. Reg dich mal ab wieder. Reg dich mal wieder ab, Schatz. Und wie wär's mit der Erlaubnis des Barons? Das würde natürlich auch gehen. Oder seinem Berater, dem Herrn Schlangenzahn. Der Herr Schlangenzahn hat sich erledigt. Trotzdem danke, wir bringen euch die Erlaubnis. Alter, ich hasse Ämter, gell? Ist der schon wieder zum Baron dackeln? Und dort eine Erlaubnis holen? Huch, da hoch muss ich. Duck, duck. So. Ich hätte auch anders laufen können. Ist egal, ob ich nach unten, nach oben laufe, weil ich kann immer auswählen, wo lang ich will. Ab zum Schloss. Ab zum Baron. Ich hoffe, diesmal klappt alles mit der Aufnahme. Ich habe keinen Bock, das nochmal alles aufzunehmen zu müssen. Herr Baron! Hallo! Wie kann ich euch helfen? Euer Herr Baron, wir benötigen Zugang zu den städtischen Archiven, aber dafür brauchen wir eure Erlaubnis. Ich verstehe. Gib mir eine halbe Stunde und ich werde ein Empfehlungsschreiben für euch aufsetzen lassen. Wir warten so lange. Mach nur. Lass mal hier ein bisschen warten. Da kommt er ja wieder. Der gute Mann. Empfehlungsschreiben erhalten. Vielen Dank. So. Mir fehlt eigentlich... ich müsste auf jeden Fall noch einkaufen gehen. Also ein paar Magietränke und so weiter müsste ich kaufen, weil es sieht ziemlich rar bei mir aus. Also Magietränke sind viele, aber so Heiltränke bräuchte ich mal wieder ein paar. Wie viel Geld haben wir? Oh, 7000 nur. Nicht gerade viel. Aus dem Weg, du Idiot. So, ab zum Rathaus. Dann gehen wir das ab. So, hier habt ihr euer Schreiben. Schön, folgt einfach dem Korridor. Das Archiv befindet sich im Keller. Okay, perfekt. So, wir durchforsten einfach mal alles. Unterlagen über Hexenverbrennungen, Meuchelmörder und andere Gerichtsverhandlungen. Sicherlich eine unterhaltsame Lektüre, aber nicht ganz das, wonach wir suchen. Interessant. Grundrisspläne der Altenburger Kanalisation. Nein, danke. Hier ist es. Alle Einträge über irgendwelche An- und Verkäufe von Grundbesitz und Ländereien der letzten 100 Jahre. Uns sollten die letzten Monate reichen. Ich suche erstmal alles und dann... Ah, hier ist Serena. Sie hat vor 3 Monaten ein Haus gekauft. In der Katzengasse, Haus Nummer 5. In einem ordentlichen Archiv finden sich sicherlich auch ein paar Stadtpläne. Das würde uns die lästige Fragerei ersparen. Hier sind die Geburten der letzten Jahrhunderte verzeichnet. Unterlagen über Paare, die in Königsberg vermählt wurden. Von uns existiert so etwas nicht. Wir holen das nach, wenn wir hier fertig sind. Versprochen. Oh. Ach je. Die Sterbefälle der letzten hundert Jahre. Vor 21 Jahren gab es ziemlich viele Tote. Als Ursache ist hier weißes Fieber angegeben. Wir kennen den wahren Grund. Es waren die Vampire. Vor 21 Jahren wüteten hier viele Vampire. Ein Register über die in Königsberg angesiedelten Zünfte und Gilden. Das bringt uns nichts. Was soll denn das darstellen? Unzählige Zahlen, Kolonnen, ohne jeden Zusammenhang. Ah, hier steht es. Das ist eine Auflistung sämtlicher in Königsberg hergestellter... Was? Klopse. Ah, ich erinnere mich. Bis vor etwa 100 Jahren war Königsberg fast ausschließlich für seine hervorragenden Klopse bekannt. Damals gab es hier noch keine Akademien oder dergleichen, dafür jede Menge Metzger. Und warum heute nicht mehr? Seitdem wir hier sind, habe ich noch keinen einzigen Klops gesehen. Soweit ich mich erinnern kann, gab es einen kleinen Skandal,
was die Rezeptur betraf. Hört sich interessant an. Erzählt mehr davon. Kommt, Jungs, ihr könnt eure Kochrezepte später austauschen. Der Tag währt nicht ewig und die Nacht gehört den Vampiren. Steuereinnahmen. Schaut mal unter W wie Wanfried. Vielleicht können wir ihn wegen Steuerhinterziehung dahin dran kriegen. Meint ihr wirklich? Nein, nicht wirklich. Granny, du bist so doof, ey.